So, Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Donkey Kong Country Tropical Freeze. In der letzten Folge haben wir uns hier ziemlich gut durchgekämpft in diesem wunderschönen Alpen-Welt-Level. Und in der letzten Folge am Ende hatten wir ein bisschen komisches Level, Emmentaler Stollen. Und das hier sieht mir auch noch nach einem Höhlenlevel aus. Das zweite Bonuslevel, 2B Handkäse mit Ratzfatz. Okay, also sind hier wahrscheinlich wieder ganz viele Mäuse und Ratten. Käse haben wir auch schon in dem vorherigen Level ein bisschen gehabt. Handkäse natürlich eine Spezialität aus Frankfurt, auch da, wo ich quasi herkomme oder wo es mich her verschlägt. Ja, aus Mittelhessen und natürlich eine Spezialität. Na gut, man muss ihn schon mögen. Geruch ist sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich mal behaupten. Und hier ist sogar ein Secret, wenn ich mich bis dahin nicht erstochen habe mit diesen ganzen Dornen hier. Ja, und das ist halt auch so ein wirklich tolles. Wobei, das geht eigentlich ohne Kong-Helfer. Das geht sogar. Das ist sogar eins der einfachsten. Man darf halt nur nicht durch die Mitte durchfallen. Aber das sollte man generell nicht tun. Das ist das Gefährlichste, wenn man irgendwie so eine Banane im letzten Eck kleben hat. So, erstes Puzzleteil. Wie viele gibt es denn in diesem Level? 5. Nur 5 Stück. Okay. Und hier ist nix. Ja, also hier sind auf jeden Fall einige dieser Ratten. Oh nein, es ist... Nein, es ist ein Raketenlevel. Das erste Raketenlevel in diesem Spiel. Ich bin deswegen ein wenig skeptisch, weil Raketenlevel in Country Returns waren die Hölle. Ich hoffe, die Steuerung ist ein bisschen cooler hier. Ja, okay, es geht. Und ganz klassisch, was man oft bei diesen Raketenleveln machen muss, ist einfach so eine Linie an Bananen perfekt einzusammeln. Und hier rollt der Handkäse. Handkäse mit Musik, da ist ein Puzzleteil. Nein, sterb! Ich glaube auch, genau das Schwierige in Country Returns war auch immer, dass man mit jedem Hit bei der Rakete tot war oder die Rakete dann explodiert ist. Hier hat man 2 Leben. Das ist natürlich auch wieder fair, genauso wie beim Minecart. Aber nichtsdestotrotz, Raketenlevel können fies sein. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass die hier ganz nett waren alle. In Country Returns waren sie... Ich glaube, da war nicht ein Raketenlevel, auf das man sich gefreut hat. Es lag vielleicht auch damals ein bisschen an der Wii-Steuerung, die nicht ganz so optimal war, oder am Input-Lag. Mittlerweile geht das ja eigentlich ziemlich gut hier. Sie hat jetzt hier mit der Steuerung nicht so ein großes Problem, aber ich kann es nicht mehr rekonstruieren. So, hier hochfliegen. Ich labere jetzt auch mal ein bisschen weniger, Jungs und Mädels. Ich muss hier mich konzentrieren. Raketen... Die Musik ist nice. Checkpoint. Oh Gott, hier sind irgendwelche Augen. Hoffentlich keine Fledermaus, oder? Hier ist mit Sicherheit was. Da ist mit Sicherheit ein Puzzleteil. Bitte nicht dieses Fledermaus-Raketen-Level. Da will ich keinen Remake von. Aus Country Returns. Die Kenner wissen, wovon ich spreche. Boah, wie willst du denn den Bogen da hinkriegen? Möchte diese Bananen. Das sieht ja schlimm aus. Geht das hier noch als Kinderspiel durch? Ja, Freunde, ich kenne doch die Entwickler. Weg, du Maus. Oh, und dann sieht man das N nicht. Ja, zum Glück bleibt das Puzzleteil gespeichert. A und O haben wir ja. Okay. Noch 2 Puzzleteile. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Die müssen wir jetzt nicht sammeln. Zur Kür. Nee, okay. Dann geht's Licht aus bei dem N. Oh ja, man muss ja auch hier ganz hoch, damit man nicht getroffen wird. Fies. Das war jetzt Glück, dass ich das Puzzleteil bekommen habe. Wenn du Pech hast, sammelst du es eben nicht ein und landest dann sonst wo. Cool, dass da ein Herz ist. Ups. Kommt hier nochmal ein Buchstabe?
Geh. Und jetzt halt noch ein Puzzleteil. Aber ich glaube, das schreit nach Ende. Ja. Aber das ging schnell. Ah, und hier ist es. Peace. Aber wir haben alles. Cool. Das war eins der kürzesten Level bisher. Aber okay, Raketenlevel kann ich schon wieder abhaken. Die sind nett. Die sind nett in diesem Spiel. In Country Returns waren die nicht nett. Da, oh mein Gott. Oh mein Gott, da möchte ich nicht von sprechen. Wir können jetzt direkt da hoch. Aber wir haben doch noch ein Level dazwischen. Was ist denn mit dem Level hier? 2.5, Luftschlossromantik. Es scheint jetzt langsam auf die Berge hochzugehen, vom Namen her. Haben wir jetzt auch am Ende des Levels gerade gesehen mit den Ballons. Und das geht hier weiter. Es geht jetzt in die Alpen hinauf quasi, in die Berge. Und das hier hat schon für mich ein bisschen jetzt Vibes wie bei hier diese Pfähle und diese... Das sieht fast schon aus wie bei Crash Bandicoot im ersten Spiel. Und das ist natürlich das Prototyp-Level für Dixie Kong. Die Musik, auch interessant. Oh, was haben wir hier für Robben? Die Pinguine mit Flieger, nicht Mütze. Ich weiß gar nicht, ob sie eine Mütze auf hatten, aber mit diesen Fliegerbrillen. Aber die Musik auch wieder ganz einzigartig, toll. Gefällt mir. Ist das der Karl Ross? Oh nein, Fass-Action. Checkpoint Nummer 1. Oh, hier muss man was einsammeln. Oh mein Gott. Ich glaube, hier gibt es auch wieder nur 5. Okay. Hier gibt es, glaube ich, eins der fiesesten Puzzleteile aller Zeiten. Das weiß ich aber zum Glück auswendig. Ich hoffe, dass ich auch die anderen hinkriege. Braucht man den zum Werfen? Nee. Ja, ich glaube, hier gibt es nämlich eins der fiesesten Puzzleteile aller Zeiten. Gucken wir mal, ob wir es finden. Boah, also hier gibt es viel zum Einsammeln. Zweites Puzzleteil. Wieder zum Einsammeln gewesen. Es geht hoch hinaus. Hier muss man den Luftballon zum Platzen bringen, dass man weiter aufsteigt. Und ich hoffe, man muss das nicht alles aufsammeln. Das geht ja gar nicht. Nein. Man muss auf jeden Fall das O einsammeln, bevor es zu spät ist. Genau. Ja, hier ist es. Hier ist eins der fiesesten Puzzleteile aller Zeiten. Seht ihr es? Jetzt müsstet ihr es sehen. Es ist ein Bild. Ihr seht es nicht, gell? Weil man kann es nicht sehen. Hier oben, jetzt sieht man es. Hier ist ein Fass versteckt bei diesen Ballons. Da muss man schon sehr genau hingucken. Und das befördert einen höchstwahrscheinlich hier in einen Bonus-Level. Hoffentlich habe ich jetzt... Ja. Also das Ding ist fies. Das merkt man sich dann auch. Also wenn man das... Das merkt man sich dann. Wenn man es einmal durchgespielt hat. Das könnte ich euch wahrscheinlich um 3 Uhr nachts sagen, den Secret. Aber ja, das sind die fiesen. Und ich sag euch, in Leveln, wo es wenige Puzzleteile gibt, in diesem Spiel zumindest, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr dazu stimmt. Ich finde, in diesen Leveln sind sie fast... am schwierigsten zu finden. Wenn es nur so 5 gibt, denkt man sich, ah cool, nur 5. Ja, nee, ich finde, die sind dann, vielleicht ist es auch nur Einbildung. Man hat da nicht so einen guten Pulsmesser. Aber wenn man 9 Puzzle oder 7, weiß ich nicht. Klar, da kann man auch viel übersehen. Okay, wie soll man da bitte? Ah, das geht nach unten. Cool. Damit haben wir ja schon fast alles. Nur die Buchstaben fehlen. Was ist denn da los? Cooles Level. Ist auch krass, diese im Hintergrund. Das sieht schon wieder aus wie eine Eule. Hier sieht irgendwie alles aus wie eine Eule. Oh! Dämlich. Okay, hier wird man gespawnt. Fair.
aber halt ohne Dixie. So kurz vorm Checkpoint. Macht ja nichts. Ah, hier ist Dixie wieder. Das Gute ist ja, dass die Puzzleteile gespeichert bleiben. Nur die Buchstaben muss man sich wieder erkämpfen. Hier gab es ja nichts. So. Und hier, glaube ich, konnte man... Oh nein, hier gibt's was. Oder? Gibt's mit Sicherheit was. Naja, das ist G. Das wird auch fies. Das ist ein fieses G. Okay, hier gibt's nichts für. Hier schon das Ziel. Aber hier gibt's noch was. Lasst uns mal... Hier, das sieht alles wie eine Eule aus, diese Felsen im Hintergrund. Ja, hier ist doch noch was. Freunde. Freunde. Und ich glaube, das ist... Jetzt haben wir es zum allerersten Mal im Let's Play. Das einfachste Ding. Also hier kann es ja wirklich nichts falsch machen. Hier muss einfach nur spammen. Vielleicht noch einmal nachdenken, aber das Ding hier kann es nach 5 Sekunden abhaken. Also wenn man dieses Level hat, dann ist es wirklich ein free, kostenloses... Oh, aber jetzt nicht runterfallen. Ein kostenloses Puzzleteil. So, geiles Level. Auch ziemlich kurz. 11 Minuten, wir haben schon 2 Level flawless abgehakt. Heute ist eine gute Folge, was ist denn los? Ja, ich kann es euch ja schon mal spoilern. Hier sieht alles aus wie eine Eule. Weil der Endboss auch eine Eule ist. Wenn wir das Level jetzt noch lösen, dann müssten wir das K-Level einschalten, Bimmelbammel, und mal gucken, wie lange wir dann am K-Level sitzen. Vielleicht kriegen... Ja, den Boss kriegen wir heute nicht mehr rein, glaube ich. Das wäre ein bisschen zu ambitioniert. Erstmal gucken, wie das Level hier läuft. Aber bisher läuft es ziemlich gut. Das freut mich doch. Geh noch direkt mit Dixie rein. Oh, gut. Komm, jetzt mache ich mal mein Versprechen aus einer der letzten Folgen wahr. Jetzt wird mal wieder Cranky eingepackt. Ich glaube, das ist auch ein Level für ihn. Sage ich jetzt einfach mal. Okay, es gibt auch hier wieder nur 5 Puzzleteile. Oh nein, das ist... Ja, das ist... Oh, das ist ein... Das ist nicht so einfach, Freunde. Das könnt ihr mir glauben. Hier alles einzusammeln wird eine Kunst. Und dass es hier kein Puzzleteil gab, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, das war dieses mit diesen Rutschdingern. Ja, oder wie man das auch mal hier nennen möchte. Das könnte knackig werden. Ich behalte ich mal. Moment. Okay, erstes Bonus-Level. Oh, der Klassiker. Aber hier ist Cranky gefährlich. Hier sollte man Cranky am besten gar nicht benutzen und einfach ganz normal das lösen. Als wäre man mit Donkey Kong alleine. Sonst springt man hier auch mal daneben. Ist zwar so das Standard-Bonus-Level, aber wirklich nicht unterschätzen. Bisher haben wir ja noch... Haben wir schon mal ein Bonus-Level gefailed? Vielleicht eins. So oft ist noch nichts vorgekommen, aber es kommt gerne vor. Oh, was war denn das? Was war denn da los mit mir? Nicht fragen. Okay, dann also ohne Cranky. Naja. Das wird ein knackiges Level jetzt. Hier wäre Dixie halt eigentlich ziemlich gut gewesen. Ach, du blöder Pinguin. Dass man halt auch immer hier die Glocken läuten muss. Also das muss man generell dem ganzen Game hier. Das muss man halt die ganze Zeit, die Glocken läuten. Anders geht's leider nicht, Freunde. Damit werde ich jetzt den Fischmensch töten. Den Fischpinguin, du Schwein!
Okay. Puzzleteile, sage ich euch, das wird ein ekliges Level. Was mache ich? Diese Feuergeister, ich hasse diese blauen Mistviecher. Aber die Musik ist wieder nice. Das ist so ein Spiel, selbst wenn man failt. Also ja, man kann sich auch in Donkey Kong aufregen. Aber die Musik und alles, das macht's unwahrscheinlicher. Sagen wir es mal so. Das macht's unwahrscheinlicher, dass der Riesenrage entsteht. Boah, das war Glück. Okay, jetzt mal bei dem nächsten Feuergeist. Man muss hier halt immer die Glocken läuten, sonst kommt die nächste Stage nicht. Das mache ich hier nicht aus Spaß. Boah, viel Spaß, das Ding zu sammeln. Aber da, jetzt schon die zweite Rutschpartie und kein Puzzleteil, das kann nicht sein. Oh nein, man muss das alles einsammeln hier. Das gibt nicht mal ein Puzzleteil. Herzlichen Glückwunsch. Hier einen kleinen Sprung, keinen großen, sonst kriegt man Aua. So, jetzt Dixie. Ach, und als ob das kein Secret ist. Aber da unten ist eins. Das sehe ich. Wir haben wenige Puzzleteile bisher. Das gefällt mir nicht. Was geht hier ab? Ein weiteres... Oh, das sieht aus wie ein K-Level, der Hintergrund. Hoffentlich... Oh, und auch das Bonus-Level ist neu. Oh, das ist fies. Oh, das ist wahrscheinlich eins der schwierigeren. Muss man nämlich... Oh, so ein bisschen in der Luft steuern. Wobei, ging ganz smooth. Okay. Aber das kann, glaube ich, auch schief gehen, das Level. Nice. Ah, deswegen. Wollte doch sagen, das sieht doch aus wie ein Secret. Na gut. Immerhin eins. Und jetzt hier kommt safe was, oder? Ah, ich habe nicht... Oh, es hat... Ich habe gedrückt. Hat die Glocken nicht geläutet. Freunde. Kleiner Patzer. Oh, wo werden wir aber weithin gespawnt? Oh, warte mal. Den nehme ich noch mit. Oh ja, komm. Was war das? Die Gier. Die Gier zerfrisst mich. Also nochmal neu. Wir lassen jetzt die Bananen Bananen sein. Bringe einem ja auch nichts hier. Autsch, blöder Pinguin. Boah, zum Glück noch Dixie geschnappt. Also. Glocken läuten. Ich weiß nicht. Ich bin immer so eine Sekunde daneben. Eine Sekunde zu spät am Drücken. Nur springen. Nur springen. Mehr ist es nicht. Was habe ich gesagt? Wir machen heute noch den Boss. Das Level geht dann doch ein bisschen länger. Büsche. Ach, dieser blöde Pinguin, wirklich. Na, jetzt habe ich Crank. Ja, komm, ich glaube, das ist auch nicht so wichtig in dem Level, wen man da hat. Oh, das N. Wow. Und dann kriege ich den Scheiß-Jump nicht hin. Scheiße, nenne ich es jetzt beim Namen. Oh, das N, flawless eingesammelt und dann kann ich die Ernte nicht nach Hause bringen. Ich fass es nicht. Nein, 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 nein. Diese scheiß Pinguine. Jetzt reicht's. Dass ich hier auch immer einen Hit krieg. Ich meine, immer Diddy wieder. Diddy ist jetzt mein Glücksbringer. Aber hier kann man es nicht stimmen mit dem Puzzleteil. Ja gut, vielleicht machen wir heute auch nicht mal mehr das K-Level. Sieht schlecht aus. Ich hänge. Er ist aber auch fies. Muss ich auch sagen. Es ist ein fieses, ekliges Level. Aber ein schönes. Mit Wasserfall. Nee, eigentlich habe ich nur hier gerade ein Problem. Warum auch immer. Muss mehr springen.
Boah. Aber dass es hier nirgends so ein Puzzleteil gibt, das kann einfach nicht sein. Okay. Oh, 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 oh. Was ist denn hier? Warum geht denn da die Kamera weg? Ist hier etwas drin? Muss ja jetzt. Und da ist nicht... Ja, zwei... Also, das kann nicht sein. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Okay. Oh nein, hier fällt alles ein. Wie soll man hier bitte wieder lebend rauskommen, wenn man keinen Helfer hat oder schnell ist wie ich? Oder beides. Also, das kann ja nicht sein, dass ich hier so viel verpasst habe. Also, ein Puzzleteil haben wir mit 100% verpasst. Mit Glück kommt jetzt noch eins. Oh ja, hier ist wirklich... Oh, nicht schlecht. Oh Gott, von unten. Oh, hier ist das G. Und eine Staude. Nehmen wir alles mit. Kommt jetzt das Ziel. Ja. Okay, ein Puzzleteil haben wir verpasst. Gut. Dann würde ich sagen, schnalle ich mich nochmal an. Wir haben den Boss und das K-Level. Werden wir aber wahrscheinlich beides heute nicht mehr starten. Dann schneide ich euch nochmal das letzte Puzzleteil rein. Ich wüsste jetzt nicht, wo es war. Und sehen uns gleich. So, Freunde. Ja, da müssen wir gar nicht lange hier im Level rumlaufen. Ihr seht, ich bin ganz am Anfang. Squawks hat direkt ausgeschlagen. Es ist hier oben. Aber wie soll ich da hochkommen? Ne, hier ist es. Hä? Hä, Squawks? Hier! Ja? Ach ne, hier! Ach Gott, wie konnte ich denn das übersehen? Okay, fragt mich nicht. Gut, dann, ja, sehen wir uns gleich wieder im Menü, würde ich sagen. Okay, Freunde, wir sind wieder im Menü und können jetzt uns aussuchen, beziehungsweise eigentlich nicht, man macht nämlich immer das K-Level. Normalerweise vor dem Boss-Level, wenn man es bis dahin freigeschaltet hat. Und ich meine, ja, es könnte knapp werden, das K-Level noch zu kriegen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie schwer das war. Aber ich würde sagen, Hoppolis. Oh nein, da muss man sicher rumspringen, hopsen. Ah, wir probieren es. Komm, wir machen es noch in die Folge mit rein. Lassen uns hier nicht unterkriegen. Hier sind auch überall diese Flaggen von diesen Viehkingern. Oh mein Gott, die Musik. Die Musik. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Was ist das für eine geniale Musik? Ist das nicht die uralte Donkey Kong Musik? Ich glaube, das ist irgendeine Legacy Donkey Kong Mucke, die super bekannt ist im Franchise. Also bei mir klingelt sofort. Oder irgendein Remix davon. Oh, das ist so ein Fass-Level. Na Gott. Probieren wir's. Erstmal ruhig, weil dann kann ich A, die Musik genießen und B, mich konzentrieren. Jetzt der Teil. Wie fies! Jetzt, wo der beste Teil des Tracks anfängt, spawnen die einfach so ein fieses Puzzleteil in meinem Nacken.
Gut, wir werden das ja auch ohne Kong jetzt machen, also ohne Kong-Helfer. Oh, die Musik. Ich bin jetzt echt mal ruhig, weil... Ja, genial, die Musik. Das Level ist aber auch verrückt. Ich wusste doch, dass das kommt. Einfach einen Ticken warten da. Ich glaube, ich warte dann auch auf der Plattform ein bisschen länger. Oder wenn die abstürzt, vielleicht kommt es dann. Im Absturz noch draufbleiben. Aber die Musik, ich glaube, das ist echt irgendeine richtig alte Legacy-Musik. Zumindest mir klingelt es gerade, aber ich kann es nicht genau benennen. Weil das haben die in dem Spiel öfters gemacht, dass die... die richtig genialen alten Tracks ein bisschen remixed haben, teilweise auch so gelassen haben. Aber den höre ich nicht zum ersten Mal. Hier ist ja auch ein Puzzleteil. Das habe ich die ganze Zeit gar nicht gesehen. Bin ich blind? Gott. Liebe Zeit. Jetzt wird's fies. In blöden Eulen. Weg hier. Oh ne. Nein! Das blöde Puzzleteil hat mich irritiert. Aber das war ein guter Run. Es ist auch das letzte Puzzleteil. Also das Kong-Level ist auf jeden Fall machbar. Man muss immer nur gut diese Sprünge auf die Eulenköpfe teilen. Aber die Eulen sehen auch so süß aus. Ich liebe ja Eulen, Uhus und so weiter. Schnee-Eulen, bin ein sehr großer Fan. Wunderschöne Tiere. Oh, man slidet auch manchmal so ein bisschen. Also, es kommen ja nachher noch ein bisschen die Eis- und Schnee-Level. Also, was heißt nachher? Das ist dann die letzte Welt. Und da ist es, dann rutscht man da auch. Kennt man ja auch zum Beispiel von Crash Bandicoot und so weiter. Vereiste Flächen. Aber hier dürfte man eigentlich nicht sliden oder nicht ausrutschen. Man tut es aber trotzdem. Naja. Ach Gott. Warum stürze ich ihn da ab? Ich habe doch gehört, dass ich den Pinguin auf den Kopf geklackt habe. Okay. Aber die Musik ist ja genial. Das Level macht Spaß. Fast schon, ohne es jetzt böse zu meinen, aber es ist fast schon zu einfach. Ich meine, ja, ich fail jetzt zwar ein bisschen gerade rein. Aber das liegt eher an der Konzentration. Fast schon zu einfach für ein K-Level. Nein. Und jetzt kriege ich Karma und werde es nie abschließen können. Oh Gott, ich muss das ja nicht mehr einsammeln. Bring mich nicht aus dem Konzept. Okay, jetzt kommt gleich ein fieses Puzzleteil. Jetzt. Nee, immer noch nicht. Ach, was ist denn das? Warum kackt der Jump rein? Ist aber ein kurzes Level. Also wenn man hier einen Speedrun macht, ich glaube, du brauchst keine Minute für das Level, wenn du alles perfekt machst. Schätze ich mal, wenn das letzte Puzzleteil ist, dann wird da nicht mehr so viel kommen. Oh, ich hatte nicht so viel Schwung. Habt ihr das gesehen? Gerade so angekommen. Okay, ich bin jetzt leise. Ein geiler Track. Ja.
Gib das her! Und tschüss! Oh nein, es geht weiter. Lass mich in Ruhe mit den Eulen. Und jetzt? Oh nein! Ihr hört nicht auf! Nein, jetzt geht mir weg mit eurem Pinguin. Nein. Jetzt muss ich auf den auch noch rumhüpfen. Habt ihr sie noch alle? Was ist denn das für ein Level? Was kommt denn da am Ende noch? Aber die Musik macht's halt. Die macht's halt. Ah. Blöde Pinguine. Die Eulen haben nicht gereicht. Die Eulen sind ja chillig. Die sind wenigstens berechenbar. Aber diese Pinguine, die fliegen rum, wo sie wollen. Die haben sicher auch keine Flugerlaubnis. Muss echt ein bisschen aufpassen, wenn man anfängt zu springen. Manchmal hat man nicht mehr genug Schub, um anzukommen. Oder gerade so. Hier auch. Oh. Hier darfst du keinen Input-Lag haben. Sagen wir es mal so. Auch hier. Ein bisschen weiter nach rechts, bevor man springt. Nein. Ach, das ist fies. Ey, was ist denn das? Scheiß Pinguin. Man muss den direkt auf die Birne springen. Sonst hat man nicht genug Schwung. Okay, ich habe nichts über das K-Level gesagt. Dun, dun. So, hier mal ein bisschen hinmachen. Das ist ein kleiner Shortcut. Mein Daumen tut weh vom ganzen A drücken. Und dann drücke ich ihn einmal nicht, wo ich ihn drücken müsste. Okay, ja. Ja, oder schätze, aber bei den K-Leveln, da muss nochmal eine Sache schief gehen. Das hätte ich jetzt auch gerade hinkriegen können in einen Run. Ich nur bei dem letzten Pinguin nochmal A gedrückt oder keine Ahnung, was da schief gegangen ist. Da hat ein Millimeter gefehlt. Jetzt ist das Level schon fertig. Jetzt hängt man hier wieder an ganz anderen Geschichten. Ist immer die Kunst, bei so einem Level dann das Flawless immer hinzukriegen. Was war denn das für ein Scheiß-Timing? Nee. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Dann hast du auf einmal, genau, da hast du Tode, die es gar nicht gibt. Jetzt nochmal voller Fokus in das Level. Dann werden wir nämlich auch die Folge hoffentlich beenden können. Hier mal einen kleinen Jump. Wow, wow. Auch wieder scheiß Timing. Ich habe doch sonst nicht so ein Timing gehabt. Ich verliere aber irgendwie gerade das Vertrauen in mich. Ist ganz komisch. So. Das ist aber manchmal wirklich so bei solchen Leveln. Ich bin jetzt einmal komplett ruhig und schwitz das jetzt runter, das Level. Es geht nicht anders. Ich habe aber auch nicht mehr genug Schwung. Jetzt geht's. Geil. So, mal hier abwarten. Okay, jetzt kommen die Kackdinger. Nicht direkt ins Fass springen. Das hätte sonst nicht gereicht. Hier wieder. Zack, zack. So, jetzt kommen die gleich. Die Pinguine. Erst, ja, jetzt erst fliegen sie an uns vorbei. Die Helden. Und jetzt... Oh Gott, bitte. Ich muss mehr nach rechts. Ja, komm. Safe ist safe. Oh, was geht denn jetzt ab? Freunde. Beendet das. Beendet das jetzt. Ihr beendet das jetzt. Alter. Was ging denn da jetzt nochmal ab am Ende?
Da bin ich sehr froh, dass ich da jetzt flawless durch bin. Okay, wir haben das zweite Siegel. Das zweite Kong-Level überlebt. Und damit würde ich sagen, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir den Boss der zweiten Welt und gehen dann in die dritte. Und ich kann euch eine Sache schon mal sagen, die dritte Welt ist die beste in diesem Spiel. Von allem, vom Feeling, von den Leveln. Krass. Krasse Welt, die Musik in der dritten Welt wird euch umhauen. Krass. Wie dem auch sei, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, denn dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Und abonniert die Glocke. Nee, aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr auch noch benachrichtigt, wenn ich was hochlade. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.